ich letztens im Café gesessen bin, habe ich gelesen einen schönen Satz. Und zwar, in jedem Erwachsenen steckt ein Kind, das sich fragt, was aus ihm geworden ist. Du sitzt jetzt da als Clown und als auch Opernsänger. Wie geht es deinem Kind? Wunderbar, wie immer. Er ist sehr kurios, wie immer. Und er sagt, alle, 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 Rolandito, macht weiter. Neue Abenteuer, neue Risiko. Und keine Sorge über was die Leute sagen, macht weiter. Und am Ende deines Lebens, die einzige Sache, die wir können sagen, ist, ich habe gemacht, was ich habe gemacht. Aber was wollt? Das ist Roth, Philipp Roth Satz, ich schön. Muss sagen, ja. Aber was wolltest du werden, wo du 8 Jahre alt warst? Puh, 8 Jahre. 8 Jahre? Oder 10? Keine Idee. Yeah, um 11. Ich wollte ein Personage, ein Charakter von einem Roman sein, echt zu sagen, weil ich liebte Literatur. Und ich dachte, nur in Literatur finde ich echte Menschen. Da höre ich die Seele von Leuten echt. Und die Stimme von dieser Seele höre ich, wenn ich draußen bin und wenn ich die Leute sehe. Ich schaue nur Gesichter und ich schaue nur Maske. No? Drinnen kann ich nicht kommen und ich muss einfach denken, was kommt, fragen mir, hat es das gesagt, weil er oder sie möchte das? Oder ist es so, oder ist es so? In guten Büchern war genauso Kafka. Wunderbar. Du hast mit 10 Kafka gelesen? Nein. Mit 12, ja? Ja. Ja, vielleicht habe ich nichts verstanden, aber ich glaube, die Musik in Literatur hat mir etwas gesagt und die Gespräch. Ich habe mit Jack London angefangen, mit The Call of the Wild. Ich weiß nicht, was ist auf Deutsch? Der Ruf der Wildnis. Und eine neue Welt ist aufgemacht für mich. Und von da, ich möchte... Ah, diese Geschichte über einen Hund war fantastisch. Ich möchte noch eine Geschichte über einen Hund oder über ein Tier. Und ich bin zu dem Buchhändler gegangen und was ist das? Ah, der Steppenwolf, jawohl. Oh. Ah. Und Hermann Hesse, der ist perfekt, um diesen Moment im Leben zu lesen. Es war keine Geschichte über ein Wolf, wie ich dachte. Aber von da bin ich habe viel Hermann Hesse und dann von da wirklich Kafka und Sartre und da sind ganz natürlich gekommen und Julio Cortázar und viel Literatur und so weiter und so fort. Jawohl. Und jetzt bist du Clown und spielst mit den Werten der Menschen. Du drehst ja um und wie du vorher gesagt hast, ein Clown ist ein Spiegel. Ja. Welche Werte willst du vermitteln? Was ist Werte? Werte. Values. Ah, welche? Aha. Hast du da irgendeine Vorstellung, was du den Menschen mitgeben willst? No, ich glaube, es ist ein bisschen gefährlich, wenn der Clown zu intellektuell bekommt. Weil dann geht es raus vom Clown. Der Clown muss spontan und natürlich. Der Clown ist ein wunderbarer Philosoph. Und was ist fantastisch von dieser Philosophie, ist, dass es gibt keine Arroganz. Der Clown kann auch sehr arrogant sein. Aber seine Philosophie und seine Nachricht wird... muss nicht so intellektuell sein. Er muss immer über sich selbst lachen. Er lacht über alles. Er zeigt alles. Ich bin in dem College der Pataphysik. Pataphysik hat Faustroll von Alfred Jarry. Er hat es zu uns gegeben und jeder ist ein Pataphysik. Einige wissen, die Pataphysik sind und einige wissen nicht, aber jeder ist ein Pataphysik. Und Pataphysik ist die Science, wie sagt man Science? Die Wissenschaft von Imaginary. Imaginary, wie sagt man Imaginary? Vorstellungskraft, Lösungen. Vorstellungen von imaginären Lösungen. Von imaginären, so. Die Weißen, noch einmal, Wissenschaft. Die Wissenschaft von imaginären Lösungen. Voilà.
Aber es ist eine sehr, sehr wichtige Wissenschaft. Der wichtigste Wissenschaft. Und ich glaube, als Mensch, diese Wissenschaft, man muss es lernen und dann es, man muss es zeigen. Und ich glaube, der Clown ist dieser Spiegel, die zeigt diese Wissenschaft und die versucht, dass die Leute von diesem Spiegel trinken und essen. Das ist das Wichtigste, weil trinken und essen muss man nicht nur in Restaurant machen. Man muss auch in der Spiegel von einem Clown machen. Ist das klar? Ja. Gut, für mich nicht. Wahrscheinlich. Aber wo hast du gelernt, ein Clown zu sein? Amin, als 18 habe ich als Clown gearbeitet. Ich habe in Mexiko für eine Jahre für Kinder, in Kinderpartys als Clown. Ah, wirklich? Und ich bin gegangen und ich habe gesagt, ich habe in den Zeitungen, no, diese Nachricht, sagt man Nachricht, ja? Ja. Wir suchen Clowns. So, ich bin gegangen zu dieser Adresse, knock, 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 und gesagt, kommst du, weil, ja, okay, bumm, sofort. Und sie haben mir nur erzählt, wisst du, wir sind zwei und es gibt einen intelligenten Clown und einen Idiot-Clown. Ich habe gesagt, ich bin Tenor, gut, du bist der Idiot-Clown. Ah, tada. Und so hat es weitergegangen, den ganzen Jahr als Clown. Dank. Meine Karriere hat mir raus von der Clown-Welt genommen, aber der Clown bleibt immer mit drinnen von dir. No? Und wie ich gesagt habe, glücklicherweise Rote Nasen sind gekommen hier in Wien und haben gesagt, du bist ein Clown und wir möchten mit dir arbeiten. Und seit 4 Jahren schon oder fünf? Seit 5 Jahren arbeiten wir zusammen und ich bin eine sehr stolze Botschaft von den roten Nasen roten Clowns, nicht roten Nasen, Nasen Clowns oder roten Clowns, nein, roten Nasen. Und was die roten Nasen machen, ist fantastisch. Es ist unglaublich. Ich habe nicht nur den Welt von Clown entdecken, aber ich habe diese Richtung, diese neue Land, die Clowns bringen uns in, no? Und diese Rainbows. Clowns kommen mit einem Rainbow. Wie sagt man Rainbow auf Deutsch? Regenbogen. Regenbow. Ist dasselbe. Rainbow und Regenbow. Mit Regenbow. Sometime we'll find it. The Rainbow Connection. The Lovers. The Dreamers and me. Clowns sind wichtig. Clowns sind nicht nur Entertainment. Ich meine wirklich, Clowns müssen mit uns bleiben, sind ein großer und wichtiger Teil in unserer Gesellschaft. Weil Clowns sind nicht Comedians, sind nicht Entertainers, Clowns sind Clowns. Und Clowns haben eine Mission. Und vielmals, und das ist auch gut, die Leute wissen das nicht. Nur sehen ein Clown, sagen, ah, das ist ein Clown. Und Leute sagen, ach, der ist ein Clown. Und manchmal ist es ein bisschen negativ oder sehr negativ. Clown ist negativ. No? Clown soll ein Kompliment sein. Wenn du ein Clown bist, dann du bist frei. Du weißt, was Freiheit ist. Wenn du lässt dein Clown, die wohnt drinnen von dich selbst, wenn du lässt diese Clown rauskommen, Freiheit für dich. Das Gefühl, von dem du berichtest, das klingt nach Glück. Ist es ein ähnliches Glücksgefühl, wie man es beim Singen hat? Ist es vergleichbar? Was einen durch? Ich glaube, wenn man singt, gibt es nicht Freiheit. Man hat eine Partitur, ja. Man arbeitet, man muss in eine Bühne als Sänger die Regie machen. Überraschungen sind nicht sehr willkommen. Wenn ich etwas mache, die war nicht geprobt, es ist nicht nett für meine Kollegen. Es ist nur, wenn die Energie bringt uns in einem Moment, dass wir zusammen machen, eine Kleinigkeit anders. Das ist wunderschön. Freiheit im Singen ist sehr klein. Es gibt es, aber sehr klein. Interpretation, wie wir singen, diese Satz, wie mit unserer Personalität. Jeder Tenor, jeder Soprano singt es ein bisschen anders.
das macht der Musik immer neu, immer fantastisch. No? In Clown-Welt, es gibt nur Freiheit. Ja, du kannst viel proben und plötzlich kommt der Vorstellung und okay, es gibt eine Linie, aber in dieser Linie alles kann passieren. Und alles muss passieren. Alles ist willkommen. Wenn ein Clown etwas verrückt macht, die war nicht geprobt, der andere Clown wird nicht böse sein, wird mitspielen, muss mitspielen. Und weil es gibt noch eine andere sehr wichtige Sache. Publikum in einer Clownshow ist nicht passiv, ist aktiv. Publikum ist ein Teil von der Show. Der Clown hat keine vierte Wahl. Das gibt nicht. Das gibt keine Wahl. Der Clown spricht und sagt, du! Und das, deswegen sind wir immer so mit Clown. Jetzt kann mit der Clown, und der Clown springt und plötzlich der Clown kann in hier sitzen und hallo, hallo, und kann so machen und du bist, was macht er? Das ist gut. Nein, nein, nein. Siehst du, das ist, was wir machen. Ja, Entschuldigung, ja. Und der Clown macht ein und das ist was ist immer fantastisch in ein Show, in einem Clown. Wenn letzter Tag morgen gekommen wäre, wie würden Sie ihn verbringen und mit wem? Wenn mein letzter Tag. Aha. Und wir wissen, ist der letzte Tag. Sie sagen zu uns, ja, heute ist der letzte Tag. Heute ist der letzte Tag. Ja, Baba, sicher. Ich würde mit meiner Familie sein. Und wie ich würde es, wie lustig wie möglich es zu machen. Mit vielen Spielen. Wir würden viel spielen. Wir würden viel spielen und wir würden auch vielleicht ein bisschen singen, aber und viel umarmen und viel spielen und ein bisschen und viel lachen. Viel lachen, ja. Und rote Nasen dabei sein. Immer. Wer möchte eine rote Nase? Wer möchte eine rote Nase? Ja, eine rote Nase. Gut.